Hey, willkommen zurück. Schön, dass wir da bist. Heute klären wir eine Zuschauerfrage, die, wie ich finde, für viele Probleme unter Frauen steht. Du wirst auch was aus dieser Frage mitnehmen können, selbst wenn es jetzt nicht deine Frage ist. Wenn du Fragen geklärt haben möchtest, kannst du sie mir gerne in die Kommentare schreiben. Und wenn ich das Gefühl habe, okay, alle würden davon profitieren, wenn wir diese Frage klären, dann nehme ich sie gerne dran. Also, ich lese das Ganze mal vor. Der Mann schreibt, er möchte mit einer Frau oder ich möchte mit einer Frau nicht so schnell eskalieren auf Dates. Ich würde das gerne ein bisschen langsamer angehen, aber mich verunsichert es immer, wenn die Coaches auf YouTube sagen, ihr müsst nicht so schnell eskalieren, es reicht, wenn die Frau erst nach dem dritten Date nach Hause nehmt. Für mich ist das in einem dritten Date unmöglich vorstellbar, wobei ich es auch nicht ausschließen würde. Mir ist Vertrauen extrem wichtig und das kann ich nicht so schnell geben. Aber ich weiß halt nicht, wie lange meine Frau bei der Stange halten kann, dass sie auch noch Bock hat und nicht das Interesse verliert. Ich suche in erster Linie keine Frau für eine Sexbeziehung, sondern eine richtige Beziehung. Ab wann spricht man von einem Date? Wenn man mit der Frau zwangsläufig zu zweit Zeit verbringt oder zum Beispiel lernt für die Uni? So, und ich fand diese Frage war so elementar für viele Probleme mit Frauen, weil es zeigt halt, wie verkopft die Männer an diese Sache rangehen. Ja, also überhaupt nichts gegen die Frage, super Frage, aber sie spiegelt deine, in diesem Fall, Verkopftheit wieder. Ja, du fragst, ab wann ist es ein Date, wenn wir zu zweit sind, wenn wir für die Uni lernen, und das ist das Allerwichtigste, was du erstmal verstehen musst. Ganz egal, ob du jetzt auf eine Beziehung raus willst, wie in deinem Fall, oder ob du vielleicht etwas Sexuelles haben willst, wie viele andere Männer, das du musst es nicht so verkrampft angehen. Es ist egal, ob du es ein Date nennst. Du musst es kein Date nennen. Und je entspannter du an die Sache rangehen kannst, desto besser ist es für dich und für die Frau. Denn die eine Sache, die dafür sorgen wird, dass die Frau sagt, hey, den Mann will ich wiedersehen, ist klar, dass sie dich interessant findet. Das ist logisch. Aber dass das Zusammensein mit dir Spaß macht, dass das Zusammensein mit dir entspannt ist. Wenn die Frau das Gefühl hat, schon nach dem ersten Treffen, du kannst es kaum noch erwarten, bis ihr euch wieder trefft. Du hast schon alle Hochzeitsvorbereitungen getan und geplant und deiner Familie schon von dieser tollen neuen Frau erzählt, die jetzt in deinem Leben ist, dann ist das für die meisten Frauen deutlich zu schnell und deutlich zu viel Investment. Na, also anhand dieser Frage erkenne ich, dass du wahrscheinlich relativ schnell sehr viel investierst, und das ist ein Grundproblem von vielen Männern, die sich denken, sie müssten da ganz schnell viel investieren oder sind da auch ganz schnell sehr investiert. Und das kann dann dafür oder dazu sorgen, dazu führen, dass die Frau das Interesse dann tatsächlich verliert. Das heißt, es ist nicht wichtig, ob du es ein Date nennst, ob sie es ein Date nennt. Es ist irrelevant. Es geht darum, dass ihr euch trefft. Es geht darum, dass ihr Spaß miteinander habt. Es geht darum, dass eine entspannte Stimmung herrscht in eurem Zusammensein. Das ist viel wichtiger. Du kannst dich also zurücklehnen, plan coole Dates, plan spaßige Dates. Und ja, ich sage jetzt Dates, weil das ist einfacher, das so zu bezeichnen. Aber es ist egal. Es ist egal. Klar, wenn du jetzt zweit mit ihr unterwegs bist, dann ist es offensichtlich ein Date. Aber auch wenn du mit ihr Uni lernst, kann es sowas sein. Das gibt's einfach nicht. Es geht darum, dass ihr euch kennenlernt auf den Treffen, die ihr habt, dass ihr miteinander flirtet und dass du die Sache irgendwie sinnvoll in eine Richtung weiterbringst, in die du möchtest. Und was ist diese Sache mit dem, wann schlafe ich mit ihr? Wie lange kann ich sie bei der Stange halten? Da ist es natürlich wichtig, du musst jetzt nicht beim ersten Date mit ihr schlafen, du musst doch nicht beim zweiten Date mit ihr schlafen. Ja, du musst nämlich unbedingt beim dritten Date mit ihr schlafen. Aber was passieren sollte ist, dass du halt Schritte gehst in diese Richtung. Das heißt, du solltest schon Körperkontakt aufbauen, du solltest schon aktiv mit ihr flirten, du solltest sie dann auch schon irgendwann mal küssen, damit einfach klar ist, okay, in diese Richtung möchte ich mit dir. Weil, wenn du jetzt da an der Stelle sagst, und das ist wirklich auch wieder bei sehr vielen Männern so, wenn du da an der Stelle sagst so, ach nee, das bin einfach nicht ich, ich möchte das lieber ein bisschen langsamer angehen, dann haltet mal kurz inne und überprüft euch mal selbst, okay, wollt ihr es einfach langsamer angehen oder habt ihr vielleicht auch einfach Angst, diese Schritte zu machen? Vielleicht traut ihr euch einfach nicht, diese Schritte zu machen. Und das will man sich natürlich nicht gerne eingestehen, das ist mir ganz klar. Ich habe auch gerade wieder einen Coaching-Teilnehmer, bei dem das der Fall ist, der sich auch nicht traut, diese Schritte zu gehen, aber sich das selbst nicht so eingestehen kann. Und das kenne ich, das ist alles verständlich. Übrigens, Coaching-Bewerbung, erster Link in der Beschreibung. Da kannst du dich für ein Coaching bei mir bewerben, wenn du eine Freundin suchst, wenn du mit vielen Frauen schlafen willst. Was auch immer, das regeln wir zusammen. Erster Link in der Beschreibung. Also, wie gesagt, du kannst dir da ruhig Zeit lassen. Das ist nicht das Problem. Es muss nicht schnell passieren. Aber es sollte trotzdem immer klar sein, das hier ist eine Mann-Frau-Interaktion. Du musst trotzdem flirten, das muss trotzdem Spannung auch mal da sein. Und das heißt jetzt nicht, du musst die ganze Zeit flirten und musst die ganze Zeit Körperkontakt aufbauen. Nein, das heißt es nicht. Aber du solltest schon gucken, dass sich das in diese Richtung entwickelt. Denn ansonsten kann es halt wirklich sein, und so passiert das dann auch manchmal, dass es in der Freundschaftszone endet, weil sie halt denkt, okay, der will eigentlich gar nichts von mir. Dann nehmen wir mal an, ihr würdet euch jetzt 5, 6 Mal zum Unilernen treffen und du würdest nie, nie auch nur ein bisschen in eine flirtige Richtung
Richtung gehen, nie mal Körperkontakt aufbauen, nie mal irgendwas versuchen, nie sie ein bisschen necken und so weiter, dann würde sie sich natürlich irgendwann denken, okay, wir lernen hier anscheinend für die Uni. Das heißt, um nochmal auf deine Frage von eben zurückzukommen, ein Date ist auch dann ein Date, wenn du halt diese Sachen machst, wenn du diese Mann-Frau-Sachen machst, flirten, berühren, küssen und dann natürlich auch irgendwann das Sexuelle, Komplimente machen, ihr sagen, dass sie dich interessiert, dass du sie cool findest, was du an ihr toll findest, bla bla bla, all diese Sachen, sie so ein bisschen teasen, so ein bisschen ärgern. Wenn du da ein paar genaue Informationen haben willst, wie dieses ganze sie teasen, mit ihr flirten besser funktioniert, zweiter Link in der Beschreibung, kannst du dich fürs Online-Coaching anmelden. Das ist kostenlos, da kriegst du noch Informationen, die du hier auf dem Channel jetzt nicht bekommst und auch ein paar Gratis-Sachen, Dokumente, die ich dir mitgebe, wo du das nochmal lernst. Zweiter Link in der Beschreibung, kannst du dir das gratis runterladen. Genau, darum geht's also. Das ist das Wichtige und das definiert dann ein Date. Und darüber hinaus kannst du dich wirklich entspannen. Also weißt du, wenn du sagst, okay, ich brauche erstmal Zeit für das Sexuelle, um mit der Frau zu schlafen, dann ist das völlig in Ordnung. Aber wie gesagt, verpasse bitte nicht, daraus eine Mann-Frau-Interaktion am besten von der ersten Sekunde zu machen. Das ist ganz wichtig. Und dann kannst du dir so viel Zeit lassen, wie du möchtest. Ja, natürlich solltet ihr jetzt nicht erst nach 10 Jahren miteinander schlafen, weil dann suchst du dir vielleicht lieber eine katholische oder eine evangelische, sehr gläubige Frau, die eh erst Sex haben will, wenn sie dann in die Ehe kommt. Also du musst natürlich auch schauen, dass es so ein bisschen passt. Es gibt natürlich Frauen, die sind so einfach nur auf Sex aus und mit denen wirst du dann nicht unbedingt zusammenpassen. Aber das ist ja auch nicht das, was du suchst. Es wird auch vielleicht Frauen geben, die sagen, ja, Beziehung, aber sexuell ist mir sehr wichtig und wenn der Mann erst nach 3-4 Monaten mit mir schlafen will, dann ist mir das auch zu wenig. Na, ich weiß ja nicht, wie es in deinem speziellen Fall jetzt ist, aber das ist auch nochmal ganz wichtig zu erwähnen, auch für alle da draußen. Wenn ihr ein gewisses Bedürfnis habt, wie zum Beispiel das Bedürfnis nach, okay, ich brauche da einfach mehr Vertrauen, ich brauche da mehr Zeit, dann ist das in Ordnung. Und dann könnt ihr das auch der Frau kommunizieren. Ja, wenn sie dann so ist, ey, guck mal, warum denn nicht, warum läuft da denn nichts? Also du flirtest mit ihr, aber sie fragt sich, okay, warum wird nichts Sexuelles draus? Das irritiert die Frauen halt auch, weil sie sich dann denken, findet ihr mich nicht heiß, gefalle ich ihr nicht, lalala. Na, und da kannst du ja auch einfach kommunizieren, hey, pass auf, ich brauche da einfach so meine Zeit. Und das ist völlig in Ordnung. Wenn du, wie gesagt, in der Zwischenzeit trotzdem das Ganze auf einer Mann-Frau-Ebene geleitet hast, geführt hast, das ist auch wichtig, führ das Ganze trotzdem. Also lass es dann nicht so einfach da nebenher kleckern und führe es auf einer Mann-Frau-Ebene und dann ist es überhaupt kein Problem, wenn du da eine andere Bedürfnislage hast als manch anderer Mann. Es kann natürlich sein, dass ihr dann Frauen trefft, die mit den Bedürfnissen nicht d'accord gehen, das heißt, die einfach andere Bedürfnisse haben, das heißt, da trennt sich dann so ein bisschen die Spreu vom Weizen, aber das ist in Ordnung, auch das gehört dazu. Ich hoffe, es ist erstmal soweit klar geworden und deine Frage ist beantwortet und ich hoffe, ihr anderen konntet auch was aus diesem Video mitnehmen. Wie gesagt, wenn ihr eine Frage habt, gerne in die Kommentare schreiben. Links, abonniert ihr den Channel, wenn ihr das noch nicht gemacht habt, unbedingt draufklicken, auch die Glocke aktivieren. Unter mir könnt ihr euch für ein Coaching bewerben und rechts unten in der Ecke geht es zu einem Video, das dir zusätzliche Informationen bietet zu diesem Thema, was wir hier gerade besprochen haben. Wir sehen uns übermorgen wieder. Ich freue mich drauf. Bis dahin. Ciao.